Die Stadt Los Angeles, eine Stadt der Kontraste. Eine Stadt, in der wahrgewordene Träume und gescheiterte Existenzen nur Meilen auseinander liegen. Hier sind die Reichen und die Schönen zu Hause. Doch LA ist auch die Stadt mit den meisten Obdachlosen in der USA. Hier entscheidet sich, ob man es ganz nach oben schafft oder tief in den Abgrund rutscht. Genauso das Schicksal des angehenden Filmstars Lloyd Avery II. Die 90er war die Ära der Hood-Movies. Filme wie Above the Rim, Blood In, Blood Out, Juice und Menace to Society sind nur einige Klassiker aus diesem Genre. Aber kein Film ist wohl bekannter als Boys in the Hood aus dem Jahr 1991. Es ist ein Film über das Aufwachsen im Problemviertel South Central von Los Angeles, umgeben von Gangs, Drogen und Schießereien. In den Hauptrollen spielten Lawrence Fishburne, Cuba Gooding Jr. und Ice Cube. Auch einem Newcomer gab man die Chance in einer Nebenrolle. Sein Name war Lloyd Avery II. Lloyd Avery wurde 1969 in South Central in Los Angeles geboren und stammte aus der Mittelschicht. Er besuchte die Beverly Hills High School und widmete sich nach seinem Abschluss der Schauspielerei. Er pflegte ein freundschaftliches Verhältnis zum Filmproduzenten John Singleton. Sie waren nämlich im gleichen Viertel aufgewachsen und so konnte er eine Rolle in dessen Film Boys in the Hood ergattern. Darin war er ein Blattmitglied, der eine doppelläufige Schrotflinte mit sich führte. Im Jahr 1993 spielte er unter anderem in den Filmen Poetic Justice mit Tupac Shakur und Janet Jackson mit, wieder produziert von John Singleton. Doch zu diesem Zeitpunkt war die Freundschaft von Lloyd Avery zu dem Filmproduzenten schon etwas bitter geworden. So bitter, dass sich Lloyd nach der Premiere des Films von seinem Platz erhob und in den Kinosaal rief: "That shit was whack." Damn, that shit's whack. Dies erzürnte John Singleton, der direkt neben ihm saß, nur noch mehr und deren Verhältnis ging endgültig in die Brüche. Kurz darauf wurde Lloyd Avery laut Aussagen von Familienmitgliedern und Freunden immer wütender und streitsüchtiger. John Singleton behauptete, er wurde buchstäblich zu dem Charakter, den er im Film Boys in the Hood porträtierte. Er versuchte sich im Rap-Business unter dem Pseudonym L.A. Deuce und schrieb auch an einem Filmskript über das Leben in den Straßen von South Central. Er entschied jedoch, dass er dazu noch die Erfahrung aus dem Leben eines echten Gangsters benötigte. Also wollte er ein echter Gangster werden. Er ließ das angenehme Leben in der Mittelschicht zurück und zog so in die Hood Baldwin Hills, mitten ins gangverseuchte Ghetto, wo es nur so von Drogen, Gewalt und Armut wimmelte. Ist das Ihr Ernst? Dieses Viertel war bekannt dafür, eine Hochburg der Black Peace Stones, eine Untergruppe der Bloods, zu sein. Laut Aussagen seines damaligen Mitbewohners hängte Lloyd Avery, der zu jenem Zeitpunkt schon Mitte 20 war, mit Teenage-Gang-Mitgliedern rum. Diese erteilten ihm die verrücktesten Aufträge und man konnte sich nie sicher sein, ob er davon lebend zurückkehren würde. Im Jahre 1996 erhielt er einen Cameo-Auftritt im Film Hip-Hop Hood. Doch danach ging es mit ihm langsam aber sicher bergab. Er wurde immer weniger für öffentliche Auftritte gebucht, was zum Teil auch seinem Hitzkopf zu verdanken war. Er wurde zutiefst frustriert darüber, dass er es nicht schaffen konnte, ein Star zu werden. Und wenn er es nicht schaffen konnte, berühmt zu werden, so wollte er zumindest berüchtigt werden. Er schloss sich also der besagten Gang endgültig an. Im März 1999 wurde er in eine Schießerei auf der Hillcrest Avenue verwickelt. Ein Drive-By ist auf ihn verübt worden, er schoss zurück und überstand diesen Vorfall unversehrt. Einen Monat später, am 20. April, folgte eine Auseinandersetzung mit Mitgliedern des Islamic Center im Santa Barbara Plaza. In der darauffolgenden Nacht warf er einen Ziegelstein durch deren Schaufenster und eine weitere Schießerei brach aus. Lloyd befand sich nun in einer Abwärtsspirale. Doch nach mehrfachen Gesprächen und Diskussionen mit Freunden und Familienmitgliedern entschied er sich, reinen Tisch zu machen und sein Leben wieder auf die Reihe zu bringen. Er distanzierte sich von der Gang und schaffte es sogar wieder, einen Fuß in das Schauspielerbusiness zu kriegen. Er konnte eine Rolle im Film Lockdown aus dem Jahr 2000 landen. Mit seiner Rolle als drogensüchtiger Snitch war aber sehr unzufrieden und brachte seinen Unmut darüber lautstark zur Geltung. Immer wieder mussten die Kollegen Lloyds launische Art über sich ergehen lassen. Das Arbeitsklima am Set litt darunter sehr.
Nichtsdestotrotz ergatterte er hierauf seine nächste Rolle im Film Shot aus dem Jahr 2001. Hier spielte Lloyd einen Charakter namens G-Ride. Laut Aussagen des Regisseurs Roger Roth war Avery ein großes Talent, aber es mangelte ihm an Disziplin. Er rauchte Gras am Set, fing Schlägereien an und hatte sogar ein Auto gestohlen. Ungefähr zu dieser Zeit holte ihn seine Vergangenheit als Straßengangster ein. Er wurde verhaftet und angeklagt. Für Freunde und Kollegen waren die Vorwürfe kaum zu fassen. Am 1. Juli 1999 gegen 16 Uhr soll sich Lloyd Avery II. Im Einkaufszentrum der Santa Barbara Plaza aufgehalten und lautstark mit einer Frau namens Annette Lewis gestritten haben. Lloyd zog kurz darauf eine Waffe und schoss 5-mal auf die Frau. Ein weiteres Opfer war Percy Branch, der unbeteiligt in der Nähe der beiden stand und Zeuge dieser Tat wurde. Wahrscheinlich wollte er ihn deswegen auch umbringen. Laut seines Bruders Jay Avery verhielt sich Lloyd am Tag vor der Festnahme außergewöhnlich kurios. Er sagte Sachen wie, ich hatte ein gutes Leben und war drauf und dran, seinem Bruder etwas zu beichten. Doch dieser hielt ihn davon ab, aus Angst, etwas Unangenehmes zu hören. Laut deren Vater soll Lloyd an dem Abend nach dem Morden zu ihm gekommen und ausgerastet sein, worauf der Vater ihn aus seinem Haus geschmissen hat. Lloyd sagte darauf nur, I don't give a fuck, Jungles. Mir scheißegal. Jay Avery nannte das Verhalten seines Bruders das Tupac-Syndrom. Auch wenn man Geld hat und berühmt ist, ist man bereit, das alles für ein bisschen Respekt von ein paar Verbrechern zu opfern. Er fühlte sich so, als müsste er etwas beweisen. Er erhielt lebenslänglich für diese Morde und wurde auf eigenen Wunsch in das Pelican Bay State Gefängnis gebracht. Laut Aussagen seines Bruders wollte Lloyd selbst dahin, da dies eines der gefährlichsten Gefängnisse in Amerika war. Da es sich von vornherein um ein zweifelhaftes Urteil handelte, da das nötige Beweismaterial fehlte und die Glaubwürdigkeit der Zeugen fragwürdig war, war Lloyds Plan, eine Neuverhandlung, also eine nochmalige Prüfung seines Falles anzustreben. Danach sollte er auf die Straße zurückkehren, seine Rap-Karriere wieder aufnehmen und von sich behaupten können, dass er im härtesten Knast Amerikas gewesen ist. Welcher Rapper konnte dies schon von sich behaupten? Doch sein Plan ging nicht auf. Der Fall wurde zwar erneut geprüft, doch das bestehende Urteil für rechtens erklärt. Kurz darauf machte Lloyd eine radikale Veränderung durch. Im Knast wurde er von Grund auf religiös. Er wurde zum wiedergeborenen Christen und empfand es als seine Mission, das gute Wort und die damit einhergehende Hoffnung an seine Mithäftlinge zu verbreiten. Doch nicht jeder der Insassen fand das so ansprechend. Sein Zellengenosse Kevin Roby war ein bekennender Satanist, der lebenslänglich saß wegen der Vergewaltigung und des Mordes an seiner Schwester, um, wie er sagte, Satan zu befriedigen. Avery versuchte dennoch sein Glück, ihn auf die helle Seite Gottes zu ziehen, doch das blieb ohne Erfolg. Kevin Roby warnte ihn, ohne Erfolg. Am 4. September 2005 eskalierte ein Streit zwischen ihnen. Als Lloyd in seinem Hochbett seine Gebete aufsagte, während Roby am Boden der Zelle einem selbstgemalten Pentagramm huldigte, brach ein Streit zwischen ihnen aus, der schnell gewalttätig wurde. Nach einer brutalen Schlägerei packte Roby den 36-jährigen Lloyd Avery in einen Chokehold und erwürgte ihn. Anschließend verwendete Roby die Leiche für dessen satanische Rituale in der Zelle. Es dauerte ganze 2 Tage, bis man den toten Körper von Avery fand. Dieser lag noch immer auf dem Boden der Zelle im von Roby gezeichneten Pentagramm. Freunde und Angehörige von Lloyd Avery waren verständlicherweise außer sich, als sie darüber informiert wurden. Sie reagierten mit Unverständnis über das Vorgehen der Gefängniswärter. Wie konnte es so lange dauern, die Leiche zu entdecken? Sollte das nicht schon bei den Zellenkontrollen aufgefallen sein? Ganz zu schweigen von dem Gestank der Verwesung. Und warum sind überhaupt ein bekannter Satanist und ein gläubiger Christ gemeinsam in eine Zelle gesteckt worden? Die Aufseher und der Gefängnisdirektor mussten das Konfliktpotenzial offensichtlich erkannt haben und handelten ihrer Meinung nach grob fahrlässig. Kevin Roby wurde in Einzelhaft verlegt, aber darüber hinaus ist er ohne nennenswerte Strafe für diesen Mord davongekommen, da er ja schon 3-mal lebenslänglich ohne Aussicht auf vorzeitige Haftentlassung saß. Die Familie von Avery veranlasste dennoch eine Sonderuntersuchung durch den Generalstaatsanwalt. Doch bis zum heutigen Tag liegt diese Untersuchung auf Eis. Kurze Zeit später fand Jay Avery das Filmskript seines Bruders.
Es handelte von einem jungen Afroamerikaner aus den Ghettos von Los Angeles mit dem Namen L.A. Deuce und erzählte von dessen Erfahrungen auf den Straßen und im Knast. In einer Szene beschrieb Lloyd sogar, wie sein Charakter die Wärter anpöbelte und sie darauf antworteten: "Wir machen dich fertig." Darauf schickten sie einen Insassen mit einem Messer in die Zelle von Lloyd, um ihn umzubringen. Doch Lloyd konnte ihn abwehren und töten. Er versteckte die Leiche 2 Tage lang unter einer Decke in seiner Zelle. Konnte es sein, dass die Wärter Lloyd aus irgendeinem Grund nicht leiden konnten, sein Skript gefunden und gelesen und so einen perversen Mord darauf basierend geplant haben?